hallo, mein Name ist Thomas Roth. Ich bin Pilot und Stationsleiter hier beim Christoph 51. Wir sind hier am Flugplatz Pettenwil. Wir sind allerdings als der Stuttgarter Hubschrauber bekannt. Wir fliegen ja zwischen 11 und 1200 Einsätze im Jahr hier an der Station. Von der Anzahl her sind wir so bei 60% ungefähr primär, also Notfalleinsätze, dann 40% Verlegungseinsätze. Also eine Besonderheit an unserer Station ist, dass wir auch Spezialtransporte fliegen, zum Beispiel die bekannte ECMO, eine kleine mobile Herz-Lungen-Maschine. Und was natürlich besonders für uns auch schön und gut war, dass wir im März 2021 als erste Station in Deutschland den Fünfblattrotor auf der H145 im Einsatz hatten. Wir sind normalerweise auf einer Tagstation 3 Personen in der Maschine. Jeder hat seine Aufgaben und jeder ist irgendwann mal der Wichtigste. Wenn wir fliegen, bin es ich. Der Doktor ist natürlich am Patienten für alles verantwortlich, aber auch unsere HEMS-TCs, die Notfallsanitäter, arbeiten zum einen uns beiden zu, sind vor allem dann für die medizinische Ausrüstung, Ausstattung, das Aufrüsten zuständig. Wir müssen alle hoch motiviert, hochqualifiziert sein, aber gleichzeitig auch in der Lage zu sein, mit allen zusammenzuarbeiten und flexibel auf Situationen zu reagieren.